Hier hat es ein Thai Swiss German Restaurant, wo hin. Da werden wir heute was essen. In diesem Restaurant. Junge, wo willst du noch? Ich würde sagen draußen, oder? Irgendwo da, ja. Okay. Was ich heute speziell habe, was nicht in der Karte drin steht, wäre Beef Tartar. Aha. Toast und Butter. Aha. Als Vorspeise oder als Hauptgang. Und Beef Gulasch haben wir in der Karte. Momentan hat es auch Pork Gulasch. Aha. Also, was. Ich verlasse mich jetzt mal auf dich. Was kannst du empfehlen? Alles. Alles? Okay. Also, alles, was auf der Karte ist, machst du. Okay. Das ist einfach, was dich auf der Karte steht. Ja. Und das Pork Gulasch. Okay, ich nehme Zürichschnetzlitz. Zürichschnetzlitz da. Heute haben wir ein Barracuda-Filet auf einer Steinpilzsoße. Barracuda-Filet-Steinpilzsoße, geil. Oho. Mhm. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. Willst du nachher noch schnell was über dich sagen? Hast du Lust? Weißt du, ich. Absolut. Ja, sag mir einfach, wenn du Zeit hast. Ja, ich denke, wenn ich ja, okay, machen wir so. Ja, das ist gut. Ja, okay. Tipptopp. Gordon Ramsay ist mein Halbbruder, gell? Du. Ich urteile mich nicht zu hart. Er frisst uns nur Eier den ganzen Tag. Lecker. Riecht schon mal gut. Barracuda. Hat es einen Knochen drin, nicht, gell? Nee. Bei ihm selber. Ich hab so Hunger, hey, so lecker. So, da haben wir das Cordon Bleu von Yui. Ja, oh, das schaut doch mega lecker aus. Das ist das, was du empfohlen hast, gell? Das Tages. Wie heißt das nochmals? Schweinegulasch mit gemischt Spinatspätzle und normalen Spätzle. Schweinegulasch mit Spinat und normal, also Spinatspätzle und normalen Spätzle. Das sieht mega aus. Hei. Hätte ich. Oh, ich habe meins gar noch nicht gesehen. Das aber auch. Hei. Das ist jetzt Zürich Schnitzlitz in Thailand. Beim Thai Swiss German Restaurant hier. Ja, da bin ich mal gespannt. Schaut wirklich aus wie zu Hause. Viele von euch fragen immer, ja Mario, was vermisst du in der Schweiz? Gibt es in Thailand auch dies, gibt es in Thailand auch das? Und es bestätigt auch das, was ich immer sage in den Streams. Uns fehlt es hier an fast nichts. Schaut wirklich. Spinatspätzle in Thailand. Hey, hey, hey. Habe ich noch nie gehabt. Hast du noch nie gehabt, hä? Ich rauche noch Cordon Bleu. Dann gib mir one mit. Ist auch ein rechter Schinken. Mit to try. Ja, ja, ich muss auch. Ich muss auch kosten. If you need, you can. Mega zart. Gut gewürzt, gell? Sehr gut, ja. Ich glaube noch ein paar Spätzle. Ja. Ich habe jetzt Rösti. Hallo. Aha, Jui sagt schon, ich schmeckt's. Lecker. Und die Rösti. Jetzt noch die Rösti. Also ich kann kochen, aber das so gut wie hier kann ich wahrscheinlich nicht kochen. Ich habe schon mehrmals versucht, irgendwie ein europäisches Essen nachzukochen in Thailand. Ist mir irgendwie nie gelungen. Das Einzige, was geht, ist Spaghetti und so. Aber sowas habe ich bis jetzt noch nie wirklich gut hingekriegt.
Also die Rösti Weltklasse. Offensichtlich schmeckt sie so gut, dass sie gleich noch eine Portion bestellt hat. Sehr viele Babys. Sehr viele Babys. Jeder zehnte Affe hat ein Baby um den Bauch. Aber schau hier, schau hier. Da ist aber eine hungrig, du. Auch immer. Auch vorne. Nein, im Leer. Im Leer. Okay. Ja, die Leute kennen dich ja noch nicht, gell? Also weißt vielleicht mal, wenn du Bock hast, mal, ja, mal kurz vorstellen. Warte, ich komm da rüber. Also wenn du Zeit hast, ich will da nicht deine Zeit rauben, gell? Meistens ist es anders als man denkt. Ja. Und mit ihnen habe ich nicht gerechnet gehabt, aber es ist schön, wenn wir ein bisschen etwas machen. Ja. Ja, kannst du mal erzählen, wie du hast mir gesagt, 4 Jahre in Thailand, gell? Jetzt? Ja. Also oder, sorry, nicht 4 Jahre hier. Jetzt ziemlich genau, am 27. Juli 2017 bin ich ausgewandert. Aha. Ja, und jetzt da haben wir, also zuerst auf Koh Tao. Koh Tao bist du zuerst gewesen? Ja. Ah, okay. Und dann sind wir auf Samui, haben ein paar Reisen so geschaut, und dann Bangkok und dann. Und dann sind wir auf Ua hingekommen. Ja. Haben wir eben das und 2-3 andere Sachen gesehen. Aha. Und für das habe ich mich entschieden. Ja. Ich habe eben, also ich habe eigentlich ausgerechnet Zimmermann gelehrt, bin aber direkt nach der Lehre ins Gastgewerbe reingerutscht, weil als Ausbildungs habe ich eigentlich schon angeschaut, Bäcker oder eben Koch. Ja. Nur als Junge haben wir die Arbeitszeiten natürlich nicht so passend am Wochenende arbeiten und am Samstagabend Kollegen in Ausgang gehen, darum habe ich den Zimmermann gelehrt. Ja. Und bin aber direkt nach der Lehre eben ins Unterengadin gerufen. Mhm. Und bin dort zuerst wieder mal am Skilift gearbeitet und habe dort nach der Freizeit immer an der Schneebar ausgeholfen und habe den Chef dort gefragt, ob ich den nächsten Winter nicht an der Ego-Bar arbeiten könnte. Und der hat gemeint, ja, da könnte ich im Sommer schon heute unten anfangen, im Restaurant, im Tal. Ja, ja. Und so bin ich in der Wintersaison, ist fast 30 Jahre geworden. Ja, und der Chat fragt noch, jetzt da in Thailand, ich nehme jetzt mal an, dir geht so wie den meisten hier, wegen Covid, relativ anstrengend, die Situation. Oder wie empfindest du als Restaurantbesitzer die aktuelle Situation hier in Hua Hin, also jetzt im Bereich Gastgewerbe? Unser Glück oder mein Glück war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in Tourismus, Gastronomie arbeiten. Immer das High Season, Low Season, High Season, Low Season. Ja. Ich bin nicht so alt, aber ich werde auch älter und das Alter rein möchte ich es einfach ein bisschen ausgerichtet haben. Darum habe ich mich eigentlich da neben draußen entschieden, erstens einmal auch wegen der Mietpreise. Ja. Das sind gewaltige Unterschiede. Wir würden es 3, 4, 5, 6-fache zahlen, wenn wir im Hilton unten am Ort oder im Spanien-Gebäude wären. Und ich habe gewusst, mein guter Freund, Hotelier und Mentor hat mir gesagt, für die 3 Sachen. Mhm. Christian Reiner aus Schule vom Hotel Astras hat mir gesagt, los, lag. Um nochmal Lage. Ja. Und das, was du jetzt machst, die Lage ist scheiße. Ja. Ich habe mir gesagt, du Christian, ja, aber eben, weiss, ich möchte jetzt. Der hat gesagt, los, du brauchst einfach 2-3 Jahre, bis du ein bisschen Stammkundschaft hast. Ja. Du musst durch. Ich habe gesagt, du, ich weiss es nicht, ich hoffe es. Mhm.
Und jetzt sind wir im vierten Jahr und wir haben eine kleine Stammkundschaft aufgebaut und kommen in der Küche. Sie sind jetzt auch neu. Ich habe jetzt noch gar nicht gefragt, über was, ob sie gegoogelt haben oder speziell. Wir haben eigentlich immer wieder neue Leute, wo die Leute erzählen und viele kommen wieder. Ja. Wir haben natürlich nicht ambientemässig, ist nicht so, es gibt natürlich schönere Restaurants. Aber ja. Und das ist unser Glück, weil gut, jetzt im Sommer, ist aber das letzte Jahr, vorletztes Jahr auch gewesen, sind die Schweizer gehen zum Teil auch wieder heim in Ferien. Ja, es ist halt Low Season, gell? Ja. Aber wir haben immer ein bisschen etwas. Und aber wenn du von den Touristen lebst, ist es natürlich brutal. Da die, die von den Touristen gelebt haben. Kannst du noch schnell was an Öffnungszeiten stehen dort? Stimmt das noch, wie es dort steht, Öffnungszeiten? Ja, 10 Uhr stimmt natürlich momentan nicht mehr. Wir dürfen eigentlich nur bis 9 Uhr aufhaben momentan. Ja, ja. Und es ist auch, wir haben eigentlich die Gäste kommen früh, alle die Rentner, die Älteren. Und wenn um 8 Uhr nichts mehr los ist, schließen wir dann eigentlich momentan. Aber das ist auch nur momentan. Wenn dann wieder Corby vorbei ist, dann lassen wir Minimum bis 9 Uhr auf. Ja. Also ist hier so Abendessen halt, das ist ein Hauptgeschäft, gell, ja, Abendessen. Wir haben einmal vor 2 Jahren, 3 Jahren probiert, Mittagsgeschäft auch. Aber 6 Monate überhaupt nichts gewesen, aber wir haben gesagt, nee, dann sparen wir das uns. Ja, das ist interessant, das ist nicht nur hier so, auch in Charm genau dasselbe. Die sagen genau das gleiche, Mittagsgeschäft, gar nichts. Ich denke, da müsste ich fast Aircon haben, es ist, glaube ich, zu heiß. Ja, und die Leute gehen halt auch eher abends raus, oder? Ja. Thailand lebt ja, also jetzt ist halt ein bisschen doof mit Covid, aber sonst lebt Thailand ja eher so abends und nachts. Ja gut, du, dann würde ich sagen, werden wir mal bezahlen. Ne? Also abgemacht war eigentlich, dass ich euch einlade. Ne? Ja, nee, aber wir haben so viel gegessen, das kann ich nicht als Einladung annehmen, das ist zu viel. Vielen Dank, dass wir kommen durften, um zu filmen, aber diese 2 werde ich auf jeden Fall bezahlen. Wir haben so viel gegessen, aber sehr, sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Zu danken. Im Vorhinein für uns gibt es auch immer noch etwas Kleines im Nachhinein. Heute wäre das heiße Liebe. Heiße Liebe? Vanilleglasse mit heißen Beeren. Oh, jetzt, hä? Da nicht in den Mund, ja. Also ich habe gesehen, das ist bei euch normal, hä? Etwas aufs Haus, Vorspeise und das, oder was? Ist das bei jedem so? Ich sage immer, alle guten Dinge sind drei. Aha. Es gibt einen Sammelsbusch, so ein Appetizer, dann ein kleines Dessert, manchmal nur Früchte, ein bisschen Mango oder ein bisschen Ananas oder sonst etwas. Ja. Und zu guter Letzt, das kommt dann noch mit der Rechnung. Feuchttüchli, wenn man die Rechnung sieht und den Schweiß ausbringt, dann sich wieder frisch machen. Ah, okay, ja, das ist gut. Das ist mein Motto aller Wunder. Ja, ich habe es vorher gesehen, oder? Also nicht nur wir, sondern auch die Gäste haben das bekommen, oder? Das Barcode, also gehört hier zum Haus. Heiße Liebe. Aber ich muss da schnell, so dass man es auch sieht. Das ist, was ist es? Vanille, oder? Ja. Das heißt Vanille. Vanille mit Beeren. Himbeere. Es ist mega lecker, aber ich würde es umtaufen. Ich würde es kalte Liebe nennen. Also auf Hochdeutsch sagt man, glaube ich, umbenennen. Zu kalte Liebe. Weil es ist so ein Eis. Bleibt gesund, he? Und gute Zeit. Danke. Kommt, Cap, Sava di Cap.